ihr Lieben da draußen, above Snacks. Und ich habe euch genau bei diesem Bild letztes Mal zurückgelassen, weil wir sind hier jetzt in diesem Open Survival Game. Wir haben jetzt ein kleines Stückchen der Geschichte schon gespielt in der letzten Folge, die war auch etwas länger, um euch ein bisschen mehr zu zeigen. Jetzt kommt aber das Spannendste an dem Spiel. Weltstücke erschaffen. C, um ein Weltstück zu erschaffen. Es werden nämlich die Weltstücke, ihr habt ja gesehen, wir haben auf einem Quadrat bis jetzt gespielt. Und die Weltstücke, das sind die weitere Quadrate, Quadranten, sagen wir einfach mal, Quadranten, die wir deiner bestehenden Welt dran setzen. Und die werden random regeneriert. Das heißt, es kann mal ein, also steht es hier auch, die Welt von Above Snacks besteht aus Weltstücken. Jedes Stück hat sein eigenes Biom und hält verschiedene Ressourcen. Einige Weltstücke sind einmalig, andere können mehrfach vorkommen. Das bedeutet, es ist auch sowas wie ein, ja, Glück aus dem siebten Ei. Kriegst du auch mal was Besonderes aus jedem siebten Ei und vielleicht aus jedem siebten Weltstück. Es kann irgendwas sein, dass es ein Besonderes auf diesem Weltstück gibt oder einfach nur ein Stück Wald. Und dann hast du dann eben Ressourcen und hackst dann Bäume. Oder vielleicht hast du vielleicht einen kleinen See und tust angeln. Oder du hast vielleicht dort Steine und Wald und hast beide Ressourcen. Das wissen wir nicht. Wir werden sehen. So, wir machen das mal. Okay. Unsere Quest ist nämlich, wir haben nämlich jetzt hier für die Joe haben wir, ich will dich nicht schauen, das Haus hier gebaut. Haben die Karte hier, dieses Quadranten ausgekundschaftet. Wir waren hier in der Sägewerk drin. Das war mein Haus, wo ich drin gewesen bin, als die Meteoriten eingeschlagen haben. Und wir machen jetzt mit C, war das, ne? Können wir jetzt dieses Stückchen die Ebene dazu bauen? Moderates Klima. Ah, okay. So. Weltstück auswählen. Jetzt kann ich dann auswählen, wo ich das gerne hätte. Also mir wäre es lieber, weil ich die Kamera bis jetzt immer in diese Richtung hatte. Entweder hier oder hier. Wir bauen es direkt dahinter. So, kommt dann noch ein Text. Unsere Quest ist Bären. Wir sind nämlich am Hungern. Da unten haben wir den Hungerbalken und was heißt, wir sind am Hungern, es geht eigentlich noch. Aber das ist eben so. Jetzt guck, jetzt haben wir nämlich hier einen neuen Quadranten. Ihr seht, wir haben jetzt hier drei Ressourcen dazu bekommen. Holz, Stein, nee, mehrere. Holz, Stein, Fasern, Bären. Ich denke mal, das ist so ein simples, ein Standard-Biom, was wir hier bekommen haben. Denke ich mir. Mit F kann man Bären sammeln und dann gucken wir mal, was wir so Leckeres bekommen. Erkunden. Um mehr Weltstücke zu erschaffen, musst du zuerst die Umgebung ausgekundschaft haben. Der Fortschritt deiner Erkundung wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Beachte, dass du durch Erkunden bis zu 3 Weltstücke aufsparen kannst. Die Erkundung aber dauert länger. Je mehr Weltstücke du hast. Aha. Okay. Das werden wir jetzt mal sehen, genau, wie das funktioniert. Wir werden jetzt nochmal. Die Frage ist: Was ist Erkunden? Laufe ich jetzt einfach hier nur rum? Oder was? Wir sammeln ein paar Bären erstmal. Hier sind keine Bären mehr dran. Ich gucke jetzt mal. Guckt euch mal den Balken hier unten an. Ich laufe jetzt mal durch die Gegend. Ist das Erkunden einfach so? Nein. Da passiert nämlich nichts. Erkunden ist, glaube ich, ich muss... Vielleicht... Ja, also. Wir müssen interagieren mit diesen Quadranten. Ah. Umso mehr ich interagiere, umso höher steigt dieser Balken. Sehr interessant. Okay, wir gehen jetzt mal ganz kurz ein paar Bären sammeln. Und es ist auch klar, dass umso größer das Ganze, die ganze Welt, die ich schon erschaffen habe, umso schwieriger wird das alles. Ist auch okay. Das ist, finde ich auch besser. Sonst hast du nachhinein, läufst du mal nur ganz kurz durch die Gegend, hackst 3 Bäume und bist schon beim nächsten. So. Wir essen Bärchen. Kehre zu Joanne zurück. Joanne oder Joanne? Ich glaube Jo, ne? Wo ist sie denn? Sie hat mir einen Brief hinterlassen.
Oh, Ayana. Ayana sind wir. Es tut mir sehr leid, doch ich musste die Siedlung verlassen. Von der Grenze wurde eine Kutsche geschickt, um die Überlebenden abzuholen. Das Mindeste, was ich jetzt tun kann, ist, dir die Hütte zu überlassen. Na toll, hätte ich die doch mal größer gebaut. Du hast sie ja immerhin auch gebaut. Es heißt, die Seuche breitet sich von Corpse Creek, da ist ja meine Mami gewesen. Da habe ich meine Mutter ja zurückgelassen, haben wir ja im Trailer gesehen. Man berichtet ebenfalls von Meteoriten, die dort eingeschlagen sein sollen. Einfach furchtbar. Die meisten Menschen, die überlebt haben, sind wohl geflohen. Doch einige sind angeblich dort geblieben. Mit ihnen zu sprechen, bringt vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel. Grüße, Joanne. Dankeschön, Jo. Die Überlebenden von Corpse Creek. Es muss Menschen geben, die die Seuche in Corpse Creek überlebt haben. Angeblich gibt es in der Nähe ein Lager. Ich muss mehrere Informationen zu dem sammeln, was passiert ist, und rausfinden, ob es Überlebende gibt. Die redet gar nicht über ihre Mutter. Warum nicht? Das verstehe ich gar nicht. Der Trailer sagt, das ist doch alles geliebte Mutter. Finde das Lager der Überlebenden. Okay, werden wir machen. Mach es dir zu eigenem. Okay. Ah, cool, ich kann diese Gebäude auch abreißen und ein neues Gebiet hier erschaffen. Will ich gar nicht, ganz ehrlich. Ich will das gar nicht. Will ich jetzt. Ach, wie will ich aber nicht abreißen? Da sitzt doch der Alte drin. Ich kann doch jetzt nicht einfach die Bude abreißen, wenn der Alte hier sitzt. Und ist weg. Ich will es nicht abreißen. Ich will es nicht. Nein, nein, nein. Warum sollte ich das abreißen? Das ist doch ein schönes Gebäude. Okay, das werden wir abreißen, weil es sowieso verseucht ist. Okay, nur weil es das verseuchte Gebiet war. Alles andere, das lasse ich hier stehen. Escape wir mal. Das ist mein altes Gebäude. Das ist doch voll hübsch. Warum soll ich das abreißen? Anschauen. Ich könnte mich, glaube ich, hier. Wie sieht es aus mit der Müdigkeit? Hier ist die Müdigkeit mit Z. Seht ihr das? Jetzt müsst. Oh, hier ist ein Bild. Anschauen. Hunter's Rest. Okay. 1874. So, jetzt müsste eigentlich hier wieder das Z ein bisschen steigen, oder? Nee. So hieß es doch eigentlich, oder? Oder habe ich mich da verlesen? Benötigt Nacht oder Erschöpfung. Okay, ich lasse das, aber hier liegt ein Gewehr. Kann ich das nicht nehmen? Das lasse ich, das Gebäude. Auch wenn ich das muss, finde ich doof. So. Kann ich eigentlich hier. Habe ich jetzt die Axt hier, ne? Mist. Das wechselt automatisch. Wäre ja ganz cool, ne? Jetzt müsste ich ein neues Gebiet bekommen haben, ne? Neue Weltstück erschaffen. Okay. Wir haben ein neues Gebiet erschaffen. Das ist aber neues Material, oder? Scheint so, oder? Spitzhacke verbessert. Okay, wir werden schneller dadurch oder besser. Steine, Feuerstein, nee, ist alles Standard gewesen. Hunger, wie sieht es eigentlich mit dem Hunger aus? Machen wir mal ganz kurz den Magen richtig voll. So, jetzt ist der Magen richtig voll. Grafik ist voll hübsch irgendwie. Wie gesagt, ihr Lieben, Above Snakes müsste jetzt erschienen sein. Entwickler ist Squareglad Games und
Es war damals nicht unter diesem Namen ein Ein-Mann-Projekt. Ist dann nachhinein durch Kickstarter von den ganzen Fans, die das Spiel gesehen haben und lieben lernen haben, kann man das so sagen? Ich glaube schon, ne? Wurde es dann bei Kickstarter dann gefördert. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefindet, ob ihr das schon gekauft habt, ob ihr vielleicht selber schon ein Stück weit seid. Ihr wisst ja, in den Let's Plays geht es ja nicht immer direkt so schnell, wie ihr spielt. Ihr spielt ja am Tag 4-5 Stunden vielleicht oder so. Und im Let's Play kriegt ihr eben jeden Tag vielleicht nur eine 30-Minuten-Folge. Okay, die Axt verbessert wieder. Ich farm jetzt gerade mal ein bisschen Material. Ihr seht, das dauert auch jetzt echt ein ganzes Stückchen länger. Habe ich noch eins bekommen? Oh. Okay, es sind alles noch Standardgebiete. Alles gut. Es wird alles, soweit ich weiß, random generiert. Ob da irgendwas, wie die Questgebiete generiert werden. Das kann ja zum Beispiel sein, stellt euch jetzt mal so ein Schachbrett vor und ihr habt jetzt, ich kann das auch so mal zeigen. Ah, kann ich gerade nicht. Mache ich doch mal. Sekunde. Ich zeige es gleich mal. Ich mache mal ganz kurz diesen hier. Ich mache jetzt mal ganz kurz noch mal ein Gebiet, nehme ich mal. Und dann zeige ich euch kurz, was ich meine. Ich denke es mir. Ich bin mir nicht sicher, aber es wäre plausibel, dass es so wäre, wie ich es denke. So, jetzt müsste ich jetzt ein neues Gebiet bekommen. Jetzt. So, die nehme ich noch schnell auf. So, zurück jetzt mal auf C. Also, zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Gebiete. Es kann vielleicht sein, wenn ich jetzt hier ein Gebiet vielleicht aufdecke, dann wird mir dort vielleicht ein Questgeber oder ein Questgebiet gegeben, denke ich mir, wird aufgedeckt. Oder vielleicht, wenn ich jetzt hier aufdecke, dass nebenan direkt ein Questgebiet aufgedeckt wird. Aber ich denke mal eher, das, was ich frei aufdecke, ich decke automatisch dann auch ein Questgebiet frei. Das könnte vielleicht sein, dass ich jetzt einfach so nach unten arbeite und das Questgebiet eigentlich hier oben rechts, oben links oder oben rechts wäre. Ich weiß, wir werden sehen. So, ich mache jetzt das Gebiet hier. Mal gucken, was kommt. Auch wieder Standard. Macht aber nichts. Ich gehe jetzt mal ganz kurz. Ich laufe mal ein bisschen schön schnell durch die Gegend, damit wir ein paar Punkte bekommen. So, man kriegt ja auch Punkte dafür. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier. Stimmt, ich habe ja noch diesen hier. Was brauchen wir eigentlich hier? Tinte. Okay, das haben wir auch noch nicht gehabt. Jetzt machen wir Folgendes. Kann man damit irgendwie schneller bauen? Okay. Ich baue gerade mal ein paar. Hübsch. Ich mag das, wie die Kamera sich dreht. Was bringt das? Eine hübsche kleine Zierpflanze muss auf Fundament platziert werden. Ich habe irgendwie jetzt gedacht, dass es vielleicht so ein Wohl-Dingsbums-Gefühl gibt. Wisst ihr, was ich meine?
habe ich nur eins davon gebaut, okay. Ausruhen. Okay, ist klar. Vier Karte. Ach, das ist. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. T editieren. Das brauche ich für Tinte, okay. Vielleicht kann man die abreißen und dann mit ein bisschen Glück wieder ein neues Stück setzen, wenn euch das dann nicht gefällt. Kriege ich eigentlich die Materialien, wenn ich wieder zurück, wenn ich jetzt wieder auf 3 gehe? Ja, ich glaube, ich kriege die Materialien zurück. Sehr schön. Mir gefällt das Spiel voll gut. Aber nur die Materialien. Okay. Dann werden wir mal ganz kurz noch mal ein Fenster bauen. Ach man. Okay. Und dann werden wir den Rest davon machen. So, das müsste, glaube ich, reichen. Ich habe gar nicht nachgezählt, ob ich die brauche, wie viel ich davon brauche. Wir werden sehen. Ich mache jetzt hier noch ein Fenster hin. So, wollen wir jetzt so machen jetzt. Okay, zwei sind übrig geblieben. So. Könnte auch so eine hübsche Veranda machen, ne? So, aber ich muss mir das immer hinlegen. Das steht jetzt da. Jetzt kann ich mich doch, glaube ich, hier zu Rest. Rest. Wie viel Uhr haben wir? Gibt es eigentlich eine Uhrzeit hier im Spiel? Ich weiß es nicht. Essen. Okay, wir kriegen Wasser und Essen zurück gleichzeitig. Okay, super. Damit wir das schneller machen, ihr wisst ja, der kleine Trick. Ne? Die Axt. Baum fällen und dann direkt auf den Stein schmeißen. Oder aufs Haus. Das war eigentlich nicht der Plan. Es ist zwar nicht großartig umständlich, aber ich hätte es gerne gehabt, wenn ich Stein haue, dass er automatisch auf die Steinaxt geht, Spitzhacke geht. Wisst ihr, was ich meine? Damit ich mal nicht immer 10-mal immer hier auf 1 und 2, 1 und 2 drückt. Das geht zwar schnell und ist jetzt auch kein großartiger Umstand, aber trotzdem. Wäre mir das echt lieb gewesen. So, ist mal Treppen. Holzstufen. Mal gucken, wie die aussehen. Okay. Holzstufen auf der 7. Ach so. Das sind die. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Okay, dann eben nicht. Ich dachte, ich konnte hier vielleicht eine Treppe nach oben bauen, zweiten Stock oder so. Wäre ja cool gewesen. So, ich habe ein neues Weltstück erkundet. So, drücken wir auf die C-Taste, holen wir das neue Gebiet und setzen das mal nach hier. Ja, okay. Nichts Besonderes bis jetzt. Nur Standardgebäude oder besser Standardgebiete. Ich glaube, ich konnte schon eine neue Axt bauen, ne? Ich meine schon. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Ne, hier kann ich das ja nicht machen. Ich glaube, das konnte ich nur in der Tasche, oder? Ah, ne, hier. Da. Knochenaxt. Ist das eine bessere Axt? Kritische Treffer 10%.
geistige Gesundheit minus 20. Okay. Nur weil es eine Knochenaxt ist? Aber ich habe nur einen Knochen und Seile habe ich ja auch noch nicht. Na gut, dann müssen wir erstmal ein bisschen Holz jagen gehen. Hier wird eben ein bisschen gefarmt. So, Bergbau wie die Zwerge in Moria. So, wenn wir schon dabei sind, dann hacke ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen mit den Fingern zwischen die Büsche. Kriege ich das nächste Gebiet. Ich mache einfach mal aus Interesse. Upsala, gehe ich jetzt mal einfach mal nach hier unten. Gebiet. Hatten die uns eigentlich gesagt, finde das Lager der Überlebenden. Gibt es irgendwie eine Richtung, die wir gehen müssen? Eine Wasserstelle haben wir ja bis jetzt auch noch nicht gefunden, deswegen. Das verstehe ich hier nicht. Habe ich noch kein Bett gebaut? Habe ich nicht? Ich hätte eben ein Bett gebaut. Ach, hatte ich doch. Ich hätte doch ein Bett gebaut. Ich bin mir ganz sicher. Ach, da ist es doch. Oh, ist das schön. Blümchen stellen wir direkt hier vorne hin. So. Kann ich den Kochtopf hier reinstellen? Kann ich nur draußen hinstellen? Bestimmt. Naja. Jetzt gucken wir uns mal an, was man da drin machen kann. Kochen, R. Ha. Und das kann ich kochen? Mahlzeit. Eine köstliche und nahrhafte Mahlzeit. Mit was? Bären? Ungenießbar. Was soll denn das sein? Sieht ziemlich ungenießbar aus. Ja, okay. Zutaten hinzufügen. F. Wie koche ich das jetzt? Ach, da steht es auch. Kochen. Ich habe jetzt Knochen gelesen, echt. Eine Erfahrung bekommen, weil ich gekocht habe. Okay. So, Verbrauchbares. Oh, 5 Stück. Und 5 Stück habe ich auf einmal geschmissen. Wow. Junge, Junge, Junge. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe, habe ich nicht gedacht, dass wir jetzt eine Geschichte von dem Mädel hier spielen und dem mit dieser kleinen, sagen wir mal, dieser Apokalypse, die hier gerade passiert. Ich hätte eher gedacht, wir spielen jetzt irgendwie irgendwen, kann mir irgendeinen Charakter erstellen und dann geht's ab in die Welt. Gefällt mir. Gute Idee alles. Ist auch sehr entspannt, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Federn doch hier drin, ne? Ich mag das, wenn irgendwie Werkzeuge verbessert werden oder die Eigenschaften. Ist ja eigentlich im Real Life, im echten Leben ja auch so. Umso mehr du am Computer arbeitest, umso besser wirst du am Computer. Umso mehr du mit der Axt arbeitest im Wald, dann wirst du besser im Axt arbeiten. Umso mehr du, keine Ahnung, von mir aus malst, dann wirst du besser im Malen. Finde ich vollkommen? Okay. So, ich muss mal jetzt ganz kurz noch einmal ein neues Gebiet setzen. Ich werde mal. Ich habe immer das Gefühl, es ist hierhin. Oder ich meine, das ist. Wir suchen es mal da. Na toll. Nix. Nix. Wer weiß, wann wir das finden. Wir kriegen das nächste Gebiet jetzt auch wieder so gleich. Jetzt bei diesem und jetzt. Ziemlich viel Farm und Bauland, aber ist okay. Das Spiel hat macht was genau richtig. Oh, cool. Macht was richtig, richtig gut. Ist eben die Motivation, irgendwas zu tun. Hackst du einen Stein, kriegst du Fortschritt für das Erkunden. Sammelst du Beeren, kriegst du Fortschritt des Erkunden und kriegst natürlich dann auch die Ressourcen, das gleiche, was du gerade brauchst. Sehr cool. Ich finde, der müsste besser aufnehmen. Ein bisschen mehr saugen. Alles, was in der Nähe ist, aufgesaugt zu werden. Nicht vergessen, Leute, gebt mir mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Wenn euch das Let's Play gefällt und wenn euch das Spiel gefällt, kommentiert das auch gerne mal. Sagt, was ihr von dem Spiel haltet, von der Idee, die Welt selber Stück für Stück zusammenzubauen. Gefällt mir richtig gut. Geh ich mal hier hin. Okay, nix. Ist immer so, oh, eine Niete, oh. Was ich sehr gut finde, dass die Werkzeuge nicht kaputt gehen. Ich habe echt keine Lust, dass die immer Ewigkeiten schnell kaputt gehen, die ganzen Werkzeuge in jedem Survival-Game. 100-mal neu craften. Schrecklich. So, wir kriegen jetzt gleich wieder eine neue Ebene. Ja, ich will nämlich mal gucken, wo wir jetzt noch hingehen können. Ich gehe mal hier oben. Nein! Ich habe mir das Gefühl, ich muss diese Quest noch abschließen. Kann das sein? Ich will das Gebäude nicht abreißen. Ich will erstmal mein Gebäude ein bisschen hübscher machen. Bevor ich irgendwas abreiße von den Nachbargebäuden. Ich will es auch gar nicht abreißen. Ich will das Nachbargebäude hier neben stehen lassen. Sieht doch voll hübsch aus. Hat doch eigentlich alles. Okay, so. Wir machen erstmal ein Dach wieder auf die Bretterbude.
müsste eigentlich eine Taste noch dazu geben für alles herstellen oder eine Zahl eingeben, damit man irgendwie 3 oder 4 Sachen gleichzeitig erstellen kann, ohne auf der Maus gedrückt zu halten. Ich halte jetzt gerade die Maustaste gedrückt. Ist nicht so wirklich angenehm, wenn man die ganze Zeit die Maus drücken muss. Das wäre immer ganz cool, wenn man sowas machen kann. So kleine Komfortfunktionen. Ich mache das Dach mal so in diese Richtung. Wie mache ich das jetzt? Das ist nicht das Richtige. Was haben wir denn für Bauteile? Nur diese hier, ne? Ich werde mal ganz kurz davon mal 3 bauen. Ist das 3? Ich mache einfach mal 3. Wo kommen die hin? Für Brauchbares, okay. So zusammengebaut? Nee, oder? Ich verstehe nicht, ob ich das jetzt gerade richtig mache oder ob ich da jetzt gerade so einen Murks zusammenkleister. Ich wollte nämlich das machen. Das kann ich gar nicht hier oben drauf setzen. Okay. Okay. Also das ist das Maximal, was ich da rausholen konnte aus dem Gebäude. Ja. Schade. So. Was kann ich denn noch bauen? Tja, wir sind immer noch auf der Suche nach unserer neuen Quest, also das heißt, findet das Lager. Wir haben jetzt ein paar Gebiete freigeschaltet, aber trotzdem sind wir noch nicht auf der Spur, auf der richtigen Spur. Wir sind irgendwo angelangt. Wir machen jetzt noch ein bisschen was kaputt. So, jetzt habe ich das bekommen. So, mal gucken, wo wir das jetzt... Ups, wo ich das hinsetze? Vielleicht hier? Auch nicht. Okay. Wir gehen mal ganz kurz zurück zu meinem kleinen... zu meiner kleinen Bretterbude. So. Okay. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen hoch. Das ist immer der beste Support übrigens für alle Videos, die ihr mögt. Es kostet euch keine Zeit und für mich ist das einfach was Besonderes, weil dann eben das Video dadurch auch gepusht wird und mehrere Leute das Let's Play sehen können und vielleicht dann auch mehrere Leute zu mir auf den Kanal kommen oder eben das Spiel hier sehen. Vielleicht suchen sie gerade genau sowas hier. Weil ich in der Nähe, glaube ich, von dem Feuer bin, kriege ich gerade die Erschöpfung dazu, oder? Sehr gut. Schreibt in die Kommentare. Gefällt es euch? Gefällt es euch nicht? Soll ich es weitermachen? Bis denn. Und tschüss.